Meine Lieben, heute filme ich wieder von oben. So ist das Licht besser und ja, ich habe mir die Matte hier so hingelegt, so dass ich weiß, ich muss innerhalb meiner Matte bleiben, damit ihr auch alles seht. Ich möchte mit euch heute ein Türschild machen. Und zwar so eins, das ist aber nur eine Schablone. Und dazu möchte ich mir hier Restpapiere nehmen. Also ich habe hier eine ganze Menge Restpapiere und die will ich dafür benutzen. So, das hier kann ich mal rausnehmen, obwohl hier oben haben wir direkt schon ein Papier, was ich benutzen kann, obwohl doch. Obwohl doch. So, ich suche mir jetzt Papiere aus. Ich brauche für ein Türschild zwei feste Papiere. Eins für die Rückseite und eins für die Vorderseite. Und ja, da wollte ich jetzt mal loslegen. Und zwar gucken, was so kommt. Das hier gefällt mir schon mal für eine Vorderseite. Das sieht schön aus. Und ja, dann nehme ich gleich mal das hier für die Rückseite. Das sollte auch passen. Hervorragend! Hervorragend! So. Ich würde sagen, ich klebe die jetzt einfach aufeinander. Dazu nehme ich mal ein bisschen einen Streifen Klebeband, nur um das gleich besser fixieren zu können. So, einfach mal so. Ich habe noch keine Ahnung, wie es hinterher aussehen soll, weil ich mir echt vorgenommen habe, hier mal meine ganzen Reste wegzubasteln. Und es wird mal Zeit, ne? So, ich mache das einfach jetzt hier mal. Und ich habe tatsächlich meinen Schreibtisch ein bisschen aufgeräumt und dabei festgestellt, wie viel Krams ich hier rund um meinem Schreibtisch liegen habe. Und es muss jetzt alles mal langsam verarbeitet werden, damit ich hier wieder Durchblick bekomme. So. Hier drauf lege ich jetzt meine Schablone. Und zwar so rum, weil ich möchte, dass der Hänger hinterher so, ne, drauf gemacht werden kann, also so in die Tür eingehängt werden kann. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, der Bleistift hier ist nicht so gut und mal gucken, wie der hier so ist. Ich hoffe, der ist jetzt besser. So. So. Wenn ich sowas mache, arbeite ich ganz gerne mit Schablonen. Die verwahre ich mir dann auch, falls ich sie dann irgendwann mal wieder brauche. So, da habe ich es. Ich schneide das jetzt aus, aber zuerst werde ich mir hier den Kreis ausstanzen. Und zwar habe ich dafür, welche Größe hatte ich und die nicht. Hier diese Stanzen benutzt. Wer keine Stanzmaschine hat, kann das natürlich auch von Hand ausschneiden. Aber ich mache es jetzt hier mit meiner Stanze. Komm gleich wieder.
Du bist wieder da und ich habe gestanzt. Das hier verwahre ich, wie ich halt so bin. Die lasse ich mal hier liegen. Die brauche ich bestimmt nachher nochmal. Ja, jetzt sehe ich hier zwar noch die Bleistiftlinien und macht aber überhaupt nichts. Kann auch sein, dass ich dann noch ein bisschen nachkorrigiere. Und dann schneide ich mal, würde ich sagen. Jetzt geht's los. Jetzt muss ich hier diese Teilchen. Halbwegs ansehnlich hinbekommen. Ah, so. Und hier genau das Gleiche. So, da möchte ich jetzt nicht weiter dran rumschnippeln. Wer möchte, kann sich das Ganze natürlich auch einlaminieren, ne? So, hier ist ein bisschen eckig noch. Das. So sieht das jetzt von vorne aus. Und jetzt überlege ich, was ich da alles so drauf machen kann. Ich habe hier Sticker, so angebrochene. Und ja, ich würde sagen, ich möchte gerne diese Katzensticker da drauf machen. Und schau mal hier in meine Krempeltüte. Das lag alles so auf meinem Schreibtisch rum. Leute, ich sag euch, ne, das ist echt. Hier haben wir schon was, das passt ja dazu. So alles Mögliche. Sowas kann ich gebrauchen. Gucken, was ich hier alles habe. Ne, das sind alles bunte Streifen, die möchte ich jetzt nicht, oder? Nee. Nein. Oh, ich schau mal hier die. Ginge das? Ja, das geht sogar. Mache ich das direkt von da oben aus, oder? Schauen wir mal. Diese Bommelbohrte hier. Ja, ich glaube, die nehme ich sogar. Gefällt mir gut. Ja. Hier habe ich Wimpelchen. Oh, hier habe ich noch so einen Ring. Und hier habe ich noch ein ganz kleines Stück weißes Streifenband. Ja, da gucke ich mal, was ich da jetzt raus mache.
Nee, wie blöd bin ich denn? So. Oh ja, dann brauche ich die nicht. Schade, dass die nicht schwarz ist. Aber gut. Ich nehme das mal so. Nehme mein Textilkleber. Und das Schleifenband. Drauf zu kleben. Ich bin jetzt richtig von der Höhe, dass das auch so klappt, wie ich das vorhabe. Ja. So. Den wieder zumachen. So hatte ich das gedacht, ne? Mhm. Ja. Wo ist mein Mini-Kleber? Hier ist er. Und ja, hat funktioniert. Ja. Ich nehme mal hier mein nicht vorhandenes Dotting-Tool. Wo ist denn das? Eins, komm. Na? Ich bin das Gehör gewohnt von meinem Alleskleber, ne, dass der ratzfatz anzieht und dann hält. Kann ich jetzt von dem Textilkleber hier nicht erwarten. Das tut man aber dann insgeheim. Ich tue das. Ob ihr sowas tut, weiß ich nicht. Ja.
dann hoffe ich mal, dass es hält. Okay. Dann gucke ich mal. Vielleicht mache ich hier die Fische rein und setze mir die dann hier hin. Erstmal, ob ich hier irgendetwas habe, was dazu passt. Na, guck mal. Gut, der ist ein bisschen groß jetzt. Guck mal, eigentlich passt es ja, ne? Gestern, heute, morgen. Das hält ja jetzt doch. Das ist ja schön. So. Dann haben wir hier ja ganz viele Pfötchen, ne? Dann habe ich gedacht, vielleicht hier so Pfötchen anbringen. Ich mache das jetzt einfach. Nicht mehr viel machen, ganz ehrlich nicht. Ich mache da jetzt noch ein bisschen Perlenpen drauf, das ist Gold. Das reicht. Mehr mache ich da nicht. Das war jetzt ein schnelles Türschild. Und ja. Da
könnt ihr es sehen. Ich kann es jetzt nicht gerade runter machen, sonst verlaufen mir die Perlen. Und guck mal, ich finde es schön. Ne? Kann man ja nicht nur an die Tür hängen, kann man ja auch woanders hinhängen. Aber ich finde es prima. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Tschüss.